Yeah. Get this down. Pop side. Willkommen zurück in der Parkside-Werkstatt. Heute geht es um ein Werkzeug, das bei jeder Art von Renovierung unverzichtbar ist. Vor allem, wenn ihr Betondecken oder Wände in eurer Wohnung habt. Die Rede ist vom Bohr- und Meißelhammer. Werfen wir also direkt einen Blick in den stabilen schwarzen Koffer und damit auf den 800 Watt Bohr- und Meißelhammer von Parkside. Der ist mit 1,2 Joule ein echtes Kraftpaket. Optisch ähnelt er einer Schlagbohrmaschine. Die Technik im Inneren ist allerdings eine andere und die macht den Unterschied. Dazu aber gleich mehr. Vorher gehen wir das mitgelieferte Zubehör durch. In dem Koffer findet ihr neben dem Bohr- und Meißelhammer selbst einen tiefen Anschlag, einen Flachmeißel, drei Bohrer mit 6, 8 und 10 mm Durchmesser und ein Schnellspannbohrfutter. Um den Bohr- und Meißelhammer auszuprobieren, nehme ich diesen massiven Betonklotz, einen Fenstersturz. Hier werde ich jetzt mal ein paar Löcher mit dem dicken 10 mm Bohrer setzen. Aber zuerst wollen wir uns nochmal die Bohrer und Meißel, die mit dabei sind, ansehen. Die haben an der Aufnahme alle schon den speziellen Schaft, mit dem die Bohrhämmer arbeiten. SDS Plus heißt das System. Aber keine Sorge, wenn ihr weiter mit konventionellen Rundschaftbohrern arbeiten wollt, könnt ihr einfach das mitgelieferte Schnellspannbohrfutter in zwei schnellen Handgriffen einsetzen. Denkt bei der Verwendung nur daran, dass die Hammerfunktion damit nicht genutzt werden darf. Jetzt wollen wir aber zuerst Hammer bohren. Also wechseln wir das Bohrfutter wieder und legen den Bohrer ein. Hier an der Stelle kann ich zwischen Bohren, Hammer bohren, Meißeln und der Meißelpositionsverstellung wählen. Jetzt nur noch den tiefen Anschlag auf die gewünschte Bohrtiefe einstellen und los geht's. Überzeugend, oder? Hier ist kaum Kraft notwendig, um die Löcher zu bohren. Das liegt an dem pneumatischen Hammerwerk, welches im Parkside Bohr- und Meißelhammer ist. Zum Vergleich versuche ich das auch nochmal mit einer Schlagbohrmaschine. Ihr seht schon, im Gegensatz zum Bohrhammer ist ein enormer Kraftaufwand notwendig. Der Schlag wird hier rein mechanisch erzeugt und so fehlt der Schlagbohrmaschine der Vortrieb. Doch der Bohrhammer kann noch mehr als Kraftaufwand reduzieren. Wenn ich hier an der Seite den Drehschalter auf Meißelbetrieb stelle, wird der Bohrhammer zum perfekten Werkzeug für leichte Abbrucharbeiten. Zum Beispiel ein altes Fliesenschild in der Küche. Das kann man mit dem Flachmeißel perfekt wegstemmen. Also Bohrer raus und Meißel rein. Am Drehschalter gibt es außerdem noch eine Einstellung, um den Meißel zu positionieren. Damit ich bei dieser Arbeit immer die für mich beste Halteposition einnehmen kann, ist der Frontgriff beim Parkside Bohr- und Meißelhammer praktischerweise um 360 Grad drehbar. Jetzt nur noch Schutzbrille und Gehörschutz auf und los geht's. Runter mit den Fliesen. Erstaunlich, wie schnell man beim Arbeiten mit dem Bohrhammer vorankommt. Das ist auch der Grund, weswegen immer mehr Hand- und Heimwerker sich einen Bohrhammer als Ergänzung zu ihrem Akkubohrschrauber zulegen. Wo der eine an seine Grenzen stößt, übernimmt der andere. Ein perfektes Team. In der Parkside-Werkstatt ist Feierabend für heute. Euch wünsche ich aber noch viel Spaß beim Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Und immer dran denken, egal was, du packst das.